Im September 2025 hat Apple die neuen iPhone 17 herausgebracht. Hier sehen wir ein 17 Pro. Erstmals verwendet dabei Apple ein N1-Chip und dieser unterstützt den Wi-Fi-Standard Wi-Fi 7, hat zwei Send- und Empfangseinheiten für Multiple Input-Output. Und wir würden gerne jetzt mal schauen, wie schnell dieser Apple N1-Chip mit einem Unify Access Point zusammenarbeitet. Wir verwenden den Unify U7 Pro Max. Dieser unterstützt ebenfalls Wi-Fi 7 und verfügt über eine 2,5 Gigabit Netzwerkanbindung. Das heißt, er sollte schnell genug an das Netzwerk angebunden sein. Im 6 GHz-Band arbeitet er mit zwei Send- und Empfangseinheiten und hat eine Kanalbandbreite von 320 MHz. Auf dem 5 GHz-Band hat er vier Send- und Empfangseinheiten und hat 240 MHz Kanalbandbreite. Und auf dem 2,4 GHz-Band hat er vier Send- und Empfangseinheiten und 40 MHz Kanalbandbreite. Das sind optimale Bedingungen, die zum Beispiel in Deutschland auch nicht überall immer so gut funktionieren oder auch gar nicht möglich sind. Er verfügt aber auch über die Möglichkeit, alle Kanäle in Multiple Link Operation Modus zu kombinieren. So, hier sehen wir, was jetzt bei mir real eingestellt ist. 160 MHz Kanalbandbreite auf dem 6 GHz-Band, 80 MHz Kanalbandbreite auf dem 5 GHz-Band und nur 20 MHz Kanalbandbreite auf dem 2,4 GHz-Band. Warum? Weil so die Verbindungen stabiler sind und mehr keinen Sinn ergeben, weil man keine freien Kanäle in Deutschland findet. Wie immer bei Messungen im WLAN gilt, es kann viele Störfaktoren geben. Man ist nicht der Einzige im Radiofrequenzspektrum und deshalb sind die Testergebnisse immer von vielen Geräten und Faktoren abhängig. Das heißt, man kann das nicht unbedingt genauso reproduzieren. Zum Testen verwende ich einen iPerf-Server und hier schaue ich einmal, wie so der Durchsatz an einem Mac Studio mit 10 Gigabit Netzwerkkarte ist. Denn wenn man nicht weiß, was die maximale Möglichkeit des Testes sein kann, kann man ja auch nicht wissen, ob das Problem das Telefon, das Netzwerk oder der Computer ist, auf dem der Server läuft. Hier sehen wir aber, dass wir ungefähr 10 Gigabit pro Sekunde erreichen. So, hier gehen wir jetzt zum eigentlichen Test. Ich verwende ein iPad, um die Unify-Konsole anzuzeigen und natürlich das iPhone 17 Pro und mache mit dem als Client Tests auf dem iPerf-Server, der auf einem Mac Mini mit 10 Gigabit Netzwerkanbindung läuft. Wir starten im 5 GHz-Band, das heißt, ich habe mich jetzt mit einem WLAN verbunden, was nur 5 GHz unterstützt und wir sehen, wir erreichen über 900 Megabit pro Sekunde, was ziemlich gut ist. Und man sieht natürlich auch, dass es Schwankungen gibt. Wie gesagt, WLAN schwierig, etwas reproduzierbar zu testen, denn es gibt viele Faktoren, die es beeinflussen können. Aber man sieht, beim Download sind ungefähr etwas mehr als 900 Mbit pro Sekunde möglich. Jetzt testen wir den Upload und hier haben wir jetzt auch schon fast 900 Mbit pro Sekunde erreicht. Es gibt auch hier wieder Schwankungen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, bisschen mehr als 900 Mbit pro Sekunde sind möglich. Ich habe hier gerade 922 gesehen. Wer sich wundert, was die Anzeige links bedeutet, dass sie sich nicht so schnell aktualisiert, die aktualisiert sich nicht in Echtzeit. Das ist nur ungefähr ein Indiz dafür, was gerade hier so los ist. Während rechts die Anzeige auf dem iPhone, die aktualisiert sich natürlich in Echtzeit. So, jetzt wechseln wir auf das 6 GHz-Band. Das dauert ein Weilchen. Dort ist ausschließlich das 6 GHz-Band aktiv und das iPhone nutzt jetzt also nur das 6 GHz-Band. Die Unify-Konsole zeigt es auch gleich an. Wir sehen, wir sind mit 160 MHz Kanalbandbreite mit zwei Send- und Empfangsantennen verbunden. Mehr kann der Access Point nicht, mehr kann das iPhone übrigens auch nicht. Das gilt auch für die Kanalbandbreite. Das iPhone unterstützt keine 320 MHz. Und hier sehen wir, dass wir jetzt nicht einem Gigabit pro Sekunde nahe kommen, sondern 2 Gigabit pro Sekunde. Das ist mathematisch betrachtet fast doppelt so viel. Man sieht allerdings auch, dass es erhebliche Schwankungen gibt. Allerdings schaffen wir es nicht, unter die 1 Gigabit pro Sekunde zu fallen. Das ist ganz ordentlich. Bei der Messung muss man allerdings sagen, dass ich im Access Point relativ nahe kam. So, schauen wir, das war der Download. Schauen wir mal, was es beim Upload so los ist. Es ist nicht unbedingt zwangsläufig weniger. Das hängt wieder von vielen Faktoren ab. Hier sind wir gerade bei 1,5 Gigabit pro Sekunde, 1,4, 1,39. Also es sieht so aus, als wäre es etwas weniger als beim Upload. Und ich habe das mehrmals wiederholt. Es war in der Tat meistens weniger als der Upload. Und hier ist es auch mal kurz ganz zusammengebrochen und danach geht es wieder hoch. Weiß man nicht, liegt es an den Messbedingungen, liegt es am N1-Chip, liegt es am Access Point? Schwer zu sagen.
So, und schließlich gibt es noch die Spezialität, dass das iPhone unter Access Point Multiple Link Operation unterstützt. Das heißt, ich habe ein Multiple-Link-Netzwerk angelegt, das DLAN-MLO, und hier sieht man, dass das Telefon mit drei Kanälen gleichzeitig verbunden ist, auf dem 2,4, dem 5 und dem 6 GHz Band. Und jetzt würde man eigentlich erwarten, dass man mehr Durchsatz erreicht. Das ist aber nicht so, sondern man erreicht sogar etwas weniger, denn 1,9 Gigabit pro Sekunde habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Was auffallend ist bei der Angelegenheit, ist, dass die Verbindung auf dem 5 GHz Band sehr schlecht ist, beziehungsweise zumindest von der Unify-Konsole so angezeigt wird. Das heißt, ich vermute, dass der Multiple-Link-Modus nur auf dem 6 GHz und dem 2,4 GHz Band läuft, und da das 2,4 GHz Band nur 20 MHz Kanalbandbreite hat, ist da kein großer Geschwindigkeitsaufschlag zu erwarten und durch die Koordination eventuell vielleicht auch einfach mehr Probleme verursacht werden, als wenn man nur die 6 GHz Verbindung hätte. Also hier sieht man, dass es äußerst seltsam ist, dass minus 95 Dezibel Verbindungsstärke ist. Ja, was man jetzt hier sieht, ist der Upload. Der läuft mit 1,6 GHz pro Sekunde. Jetzt ist es wieder zusammengebrochen. Jetzt steigt es wieder. Also auch hier ungefähr wie vorhin, aber es wirkt irgendwie alles instabiler. Laborbedingungen sind das, wie gesagt, nicht, sondern das sind Tests unter meinen realen Bedingungen mit meinen Geräten. Kommen wir zum Fazit. Unter meinen Bedingungen mit meinen Geräten. Im 5 GHz Band mit 80 MHz Kanalbandbreite schaffen wir ungefähr 1 Gigabit pro Sekunde. Also tatsächlich haben wir ungefähr 900 Mbit pro Sekunde geschafft. Im 6 GHz Band mit 160 MHz Kanalbandbreite ungefähr 2 Gigabit pro Sekunde. Und im Multiple Link Operation Modus unter Nutzung aller drei Kanäle schaffen wir ungefähr 1,7 Gigabit pro Sekunde. Allerdings fiel dabei auf, dass die Verbindung zum 5 GHz Kanal sehr, sehr schlecht war, und ich vermute, er wurde nicht dabei richtig verwendet und hat die ganze Sache eher verkompliziert als verbessert. Theoretisch hätte ich in diesem Test auch andere Kanalbandbreiten verwenden können. Das habe ich unter meinen Bedingungen aber nicht richtig sinnvoll machen können, denn hier ist das WLAN zu sehr von anderen WLAN-Netzwerken beeinflusst. Außerdem hat Apple die Übersicht über die WLAN-Spezifikation ihrer Geräte noch nicht mit den Daten des iPhone 17 Pro aktualisiert, zumindest nicht, als ich dieses Video erstellt habe. Ich habe nur gelesen im Internet, dass zumindest auf dem 6 GHz Band keine 320 MHz pro Sekunde Kanalbandbreite unterstützt werden.